Zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil von The Elder Scrolls Online zusammen mit dem Kaiju oder Ramon oder Axel Towers, wie auch immer. Und ich muss jetzt erstmal meine Perspektive wieder ändern. So. Gut, wir sind durch einen einzigen Part gekommen, ohne jemanden anzugreifen. Voll gut. Doch, ich habe ja was geklaut, aber das war nicht so schlimm. Das zählt nicht. Mit diesen komischen Kisten. Ich habe sowieso vorhin festgestellt, dass ich wahrscheinlich sowieso nicht durch das gesamte Let's Play kommen werde, ohne einmal zu klauen, weil irgendwie finde ich das einfach, das ist so ein gewisser Reiz, den muss ich irgendwann mal ausprobieren. Ja, vor allem, wenn man halt schleichen kann. So. Ja. Man unentdeckt, verborgen und dann kann man so klauen. Alter, ich bin einfach mitten auf dem Platz und bin verborgen. Ja, das ist nochmal. Wo bist du überhaupt? Ach, da. Ja, da. Ich muss aber noch meine Waffe wechseln. Ich habe nämlich immer noch den scheiß Bogen. Wir haben da hinten irgendeine. Ach, das ist dieses Zucker-Döns. Ne? Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, auch machen, weil wir haben hier nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal darüber. Doch, da hinten wäre noch was, Suchhauptmann. Aber das ist für höher gedacht. Okay, nee, dann gehen wir zu der. Ups, falsch. Sieht übrigens sehr lustig aus, wenn du rennst. Ja, ne? Oh, du hast auch keine Schuhe an. Wir haben übrigens gerade festgestellt, dass wir barfuß sind. Und keine Schuhe. Das ist auch kein Ding. Wir sind arm. Ja, das können wir arme jetzt auch. Menschen. Ja, ich möchte nach da reisen. Genau, Ladescreen. Bock, diesmal nichts angreifen. Bis wir aufgefordert werden, irgendwas anzugreifen. Richtig. Und vor allem müssen wir dann auch wirklich dreimal kontrollieren, ob wir auch wirklich das angreifen müssen. Genau, das wäre eventuell besser. Ach ja. Wo bin ich denn? Kenatis Rast. Ihr wollt Gegenstände an andere Spieler verkaufen? Gildenläden sind ein Teil der Gilden. Tretet einer Gilde bei, um eure Gegenstände an andere Mitglieder zu verkaufen. Wir brauchen eine Gilde. Angekommen, yay! Der Typ hat ein Schild und ein Schwert. Ein Schild und ein Schwert, ich habe auch ein Schwert. Aber nur ein Schwert. Das ist bestimmt so ein Paladin-Dutt. Dutt? Dude? Ah, jetzt sehe ich dich auch. Und den. Wir müssen dafür sorgen, dass euer Gesicht bekannt wird, damit eure Anwesenheit nicht in Frage gestellt. Dieser sah, wie ihr mitten aus dem Nichts aufgetaucht seid. Plopp, zisch, klatsch. Ras hätte einen Rückwärtssalto versucht, aber unter diesen Umständen ist dieser sehr beeindruckt. Plopp, zisch, klatsch. Rasundar ist auf einer durchaus heiklen Mission hier. Aha, dieser wüsste nicht, was eure Anwesenheit daran ändern sollte, aber ehrlich gesagt ist Ras froh, dass ihr zurückgekehrt seid. Ihr könntet genau das sein, was er braucht. Zuerst eine Frage. Woher kamt ihr denn? Ja, woher kam ich denn? Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal geantwortet, aber... Wenn ihr 5 Schritte weiter nach Norden gefallen wärt, hättet ihr eine Rate zerquetscht, wärt auf ihren Eingeweiden ausgerutscht und hättet euch den Kopf an einer Signaltrommel aufgeschlagen. Die ganze Insel hätte von eurer Ankunft erfahren. Also, woher kommt ihr nun wirklich? Okay. Na gut. Ein dädrischer Fürst, sagt ihr. Ras hat ein Näschen für Lügen, aber ihr duftet frisch wie eine Meeresbrise. Doch was werdet ihr sagen, wenn jemand anderes euch fragt, woher ihr kommt? Da werde ich natürlich lügen. Ja, lügt so überzeugend, wie ihr nur könnt. Mit ernstem Gesicht und einem Funkeln in den Augen. Gute Arbeit. Zurzeit ist es sehr sinnvoll, nicht weiter aufzufallen. Eure plötzliche Ankunft nicht sehr unbekannt. Gesundheit! Dankeschön. Okay, also erst sagt er, wir müssen euer Gesicht bekannt machen. Und dann sagt er, wir sollen nicht weiter auffallen. Also irgendwie kann er sich nicht entscheiden, kann das sein? Ja, fürs Erste nicht weiter auffallen. Aber also, ich soll ihn irgendwie trotzdem noch anlabern. Hä? Ja, ich irgendwie auch. Müssen wir den noch weiter ausfragen, hiermit, wer seid ihr und sowas? Wir müssen dafür sorgen, dass euer Gesicht. Zuerst eine Frage. Woher kamt ihr denn? Ein dädrischer Fürst. Das hatten wir doch alles schon. Ja, musst du. Ne, du musst den anderen was. Keine Ahnung. Du musst das andere noch anklicken. Warum? Nicht nur, warum sollte ich euch vertrauen, sondern auch das darunter. Mhm. Also, wer seid ihr, glaube ich, war das.
Mehrt dabei euer Ansehen und euren Reichtum. Es ist einzig und allein eure Entscheidung. Mhm. Weil ihr kein Soldat seid, was nützlich ist. Ihr könnt mit den Einheimischen sprechen und ihnen versichern, dass wir weder Invasoren noch Marodeure sind. Nun kommt, versuchen wir uns unterzumischen. Na gut, okay, jetzt hab ich's. Jetzt müssen wir mit wem anders sprechen, Halleluja. Rasen da hier. Nee, Kommandantin Karin. Einen Moment. Dieser Rekrut hat den Schiffsuntergang ohne Verletzungen überstanden. Ihr habt die zerrütteten Untiefen erwähnt, nicht wahr? Aha. Hört, hört. Ich bin froh, dass ihr wieder auf den Beinen seid, Rekrut. Ich brauche einen Speer, der in die zerrütteten Untiefen geht. Der Großteil unserer Flotte ist im Westen untergegangen, aber nur wenige Überlebende kommen aus dieser Richtung. Mhm. Wir haben eine Seeviper gefangen, die das Lager ausspioniert hat. Diese Piraten sind nie allein unterwegs. Findet heraus, ob welche von ihnen in den zerrütteten Untiefen sind. Und falls dem so ist, was sie auf dieser Insel treiben. Natürlich solltet ihr allen schiffbrüchigen Überlebenden helfen, die ihr findet. Wir müssen jeder unseren Beitrag leisten. Okay. Sprecht mit Eyal Seel, bevor ihr ihn zerrütteten Untiefen... Nein, müssen wir jetzt mit Eyal Seel reden, glaube ich. Ja. Der Zaubermeister behauptet ein bisschen was über alles zu wissen. Oh. Deshalb könnte er gewisse Einblicke haben, wie diese Seevipern für gewöhnlich so vorgehen. Das ist gut. Redet mit dem und dann redet mit dem anderen und dann, ach übrigens, ihr müsst noch mit dem reden. Ja, sehr gut, alles klar. Auf geht's. Yay. Hä? Ach, hier. Oh mein Gott, das ruckelt des Todes. Kleinen Moment. Das muss ich hier ein bisschen einkriegen. So, jetzt habe ich's. Vorzüglich, nicht wahr? Wir müssen einen besonderen Raum für den trauernden Stein errichten, wenn wir ihn zur Magiergilde zurückbringen. Entschuldigt? Brauchtet ihr etwas? Aha. Kommandantin meinte, ihr wärt von einem Tempel in der Nähe zurückgekehrt. Ja, der Tempel der trauernden Quellen ist eine alte Khajiit-Ruine nicht weit von hier. Wir haben den trauernden Stein aus einer der Kammern ausgegraben. Wie ihr sehen könnt, ist sein Wasservorrat endlos. Mhm. Was? Meint ihr Piraten? In einem uralten Khajiit-Tempel? Lächerlich. Wir haben nur die untoten Krieger gesehen, die unser Lager überrannt haben. Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, spukt mir da ein gutes Dutzend Ideen im Kopf herum. Aber die sind alle weitaus weniger faszinierend als der trauernde Stein. Wahrscheinlich eine Art uralter Fluch. Bei diesen Dingen ist das meistens so. Was könnt ihr mir denn über die Seepiepern erzählen? Arroganz, es kommt ein Roman, ah, doch nicht. Piraten. Soweit ich mich entsinne, sind sie nicht für Überfälle auf Kenatis Rast bekannt. Oh, und sie lieben Schlangen. Aber ich bin sicher, dass wir beide wichtigere Dinge zu erledigen haben. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Okay. Ja, gut, alles klar. Boah, warum haben wir denn schon so krasse Rüstungen hier? Au! Ich werde... Ah, ich wurde angespritzt. Ist auch Level 3 und hat schon voll die krasse Rüstung. Hat auch so eine krasse Rüstung. Hm, vielleicht... Vielleicht kann man die hier kaufen. Ja, gucken wir mal bei irgendwelchen Händlern vorbei hier oder was. Zum Gruß. Oh, Spiel ruckelt gerade des Todes. Ja, war bei mir ja genauso. Woran erkennt man denn, ob jemand ein Händler ist? Das habe ich keine Ahnung. Indem man zu ihm hingeht vielleicht. Alter, Spiel! Es kackt ab. Könnt ihr meine Wunden heilen? Oh, warte mal kurz, ich muss mal in den Browser schließen. Mach das. Barschenspiel? Nasimar hat sich auf so ein Ereignis vorbereitet, aber es gibt mehr Verwundete als erwartet. Schlaf ist jetzt am besten für sie. Das ist gut, die Verwundeten einfach mal schlafen lassen. Hm. Hallo. Hallo. Da hat mich jemand angemacht. Habt ihr noch Schmerzen? Was du denn hier? Händler? Was habt ihr anzubieten, Händlerin? Ja, Dietrich und all den Scheiß, braucht kein Schwein. Winziges Reparatur, irgendwas, okay. Nee, ja, Rüstung wäre schon eigentlich ganz nice, ne? Ich ja. Wüsste vor allem ganz gerne mal, ob ich mittlerweile Skills habe oder nicht. Weil irgendwie. Wie erfährt man denn das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Warte, ich guck mal hier oben im Tagebuch. Fertigkeiten bei K.
Da, genau. Ach so, bei K, du kannst ja Sachen skillen hier. Fähigkeiten erlauben euch, euren Kampfstil nach euren Wünschen anzupassen. Ihr könnt Fähigkeiten auswählen, um zu erfahren, was sie bewirken. Drückt plus, um eine Fähigkeit freizuschalten. Fähigkeiten werden auf 1 bis 5 auslösbar. Passive Fähigkeiten sind immer aktiv. Ultimative Fähigkeiten auf R. Das weiß ich ja alles schon. Oha. Schwer zum Assassino. Die Fähigkeiten von dir sind richtig cool. Ihr rammt eine magische Klinge mit tödlicher Präzision in euren Feind und verursacht 155 Magieschaden. Verursacht erzielen mit weniger als 25% Leben 300% zusätzlichen Schaden. Wow. Schattenmantel. Ihr begibt euch in die Schatten und werdet 2,5 Sekunden lang unsichtbar. Das klingt auch ziemlich cool. Zorn der Morgenröte. Lass deinen Feind mit einer Ladung strahlender Hitze der Flammen aufgehen. Ach, du bist Drachenritter, ne? Mhm. Oh, das sind. Ich habe als erstes dieses komische Kettendingsbums genommen. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Aber das war so cool. Da ziehst du dann mit so einer Flammenkette, ziehst du die Gegner zu dir ran. Und machst denen dann dabei Schaden. Voll gut. Ja, war das Eldrische Schwer, Zorn der Morgenröte oder wie herstellt das Licht? Nein, ich bin doch dieser Tank. Ach du, ja, stimmt, du bist ja Templer? Ja. Heißen die so? Templer? Genau. Ja, ihr herstellt das Licht für mich auch nochmal. Kann ich dich ein bisschen heilen? Warte mal, kann ich dich damit wirklich... Warum habe ich denn die Skills jetzt nicht? Muss ich die... Du musst doch das Plus gehen, um die auszurüsten, dann sind ja, die automatisch... Ja, aber ich sehe die hier unten in der Leiste nicht, das ist ein bisschen nervig. Das ist schlecht. Ich kann mich nicht entscheiden, Unsichtbarkeit oder Leben entziehen sozusagen. Unsichtbarkeit wirst du selten brauchen. Also mach erstmal Leben entziehen. Okay. Drückt 1. Okay, ja, mach ich. Boah, wie cool das aussieht. Was denn? Oder hier, guck mal. Alter. Oder das. Hä? Warte mal kurz. Könntest du jetzt 3 Sachen gleichzeitig machen? Das ist ja voll unfair. Ich kann mir 3 Sachen. Du hast doch Skillpunkte. Achso, stimmt. 3 Stück. Tatsache. Waffe mit Schild, 2 Waffen. Ich hab jetzt durch schlagende Hiebe. Durch. Man kann wahrscheinlich im Moment nur die Klassendinger machen, ne? Ne, du kannst auch Waffen. Du hast ja musst auf 2 Waffen gehen. Da kannst du dann Doppelschnitte und sowas lernen. Du hast ja 2 Waffen, deswegen. Du bist ja bei 2 Händler. Als erstes oben. Nein, ich war bei 2 Waffen, aber ich kann hier noch nichts freischalten. Wahrscheinlich, weil ich die noch nie eingesetzt habe. Ach so, ja, du brauchst halt Rang 2 bei 2 Waffen. Also bei 2 Handwaffen. Mit mindestens einem getragenen Rüstung verringert eure Magiker-Kosten. Was? Ich bin kein Magier, ich will auch gar kein Magier sein. Aber ich habe gerade eine Robe an, deshalb toll. Seelenfalle, Bruchschnitt, Sohn des Waldes, Bogenschießkunst. Ich bleib mal bei den Klassen. Nehme ich mir dann auch noch. Ich frage mich, warum ich unten... Hast du unten die Skills in der Leiste? Ja, also zumindest hier... Warte mal, ich muss das gleich mal nachgucken. Ich glaube, den einen hebe ich mir auf. Ich habe hier unten gar keine Leiste. Nee, ich mich auch nicht. Also wenn ich auf K drücke schon, habe ich da diese Leiste, aber so jetzt gerade nicht. Nee, ich im Moment auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir dafür auch in einem Kampf sein oder so. Ich kann nur mich heilen, das ist voll gay. Ja, im Moment noch. Da seht ihr. Ihr passt dazu. Niemand wird euch hindern zu gehen. Aber wie dieser sagte, hier gibt es Chancen für diejenigen, die aus dem Himmel fallen. Ealsil ist von seinem neuesten Spielzeug überaus beeindruckt. Aber die Untoten sind für alle auf Kenatis Rast eine Bedrohung. Falls ihr wollt, könntet ihr den Tempel der trauernden Quellen durchsuchen. Findet heraus, wie ihr die Toten dort einsperren könnt. Dann sollten auch die Einheimischen sehen, dass wir als Verbündete hier sind und nicht als Eroberer. Okay. Karinit hat euch erzählt, wie der Orkan die Flotte an der Küste von Kenartis Rast geschleudert hat. Jetzt fallen Seewipern über unsere gestrandeten Schiffe her wie die Aasgeier. Merkwürdig, ja? Ihr könntet euch an der Küste umsehen, wie die Kommandantin es gesagt hat. Beweist euch gegenüber den Soldaten. Mhm. Oh, in Mistral am nördlichen Ende der Insel wartet weitaus weniger glanzvolle Arbeit. Treffen wir uns dort, sobald ihr entschieden habt, was ihr tun möchtet. Bis dahin
Mögen helle Monde eure Schritte leiten. Wie süß. Gut. Wir haben jetzt zwei irgendwie. Ja, also wir können entweder trauende Quelle oder zerrüttete Untiefen. Zerrüttete Untiefen ist aber für höher bestimmt, deswegen gehen wir erstmal zu den Quellen. Gut.